Der Westfälische Kunstverein in Münster war dieses Jahr Gastgeber des 9. Namjoon Paik Awards. Dieser wurde am Abend des 9. November in der Halle des Kunstvereins ausgerichtet. Vom 10. November bis 3. Februar werden dort ebenfalls die Werke der diesjährigen Nominierten und des Gewinners ausgestellt. Der Kunstpreis wird im Namen des Pioniers für Video- und Medienkunst, Namjoon Paik, vergeben. Bei dem Namjoon Paik Award handelt es sich um einen deutschen Kunstpreis für Medienkunst, welcher seit 2002 alle zwei Jahre vergeben wird. Gestiftet wurde der Preis von der Kunststiftung NRW. Eine internationale Jury bestimmt die 6 bis 8 nominierten Künstler oder Künstlergruppen. In einer Preisverleihungszeremonie wird dann der oder die Gewinnerin bekannt gegeben, welche als Hauptpreis 25.000 Euro erhält. Dieses Jahr wurde die Amerikanerin Sondra Perry mit dem Namjoon Paik Award geehrt. Sie konnte mit ihrem Werk namens It's in the Game die Jury von sich überzeugen und erhielt den Hauptgewinn von 25.000 Euro. Das Gewinnerwerk des Namjoon Paik Awards 2016, Idle Listening, der beiden Künstler Tamaki Watanabe und Walter Zurborg, ist ebenfalls Teil der diesjährigen Ausstellung. Das Werk von Perry und der anderen internationalen Nominierten können derzeit im Kunstverein betrachtet werden. Weitere Informationen bezüglich der Ausstellung können der Internetseite des Westfälischen Kunstvereins entnommen werden.